Hallo zusammen auf meinem Kanal Linsensuppe. Heute starte ich ein weiteres Let's Play von einem anderen Spiel. Ich spiele heute nicht Metal Slug, das wird es auch weiterhin geben. Aber ich wollte noch ein weiteres Let's Play anfangen, aus mehreren Gründen. Erstens, ich habe ein Spiel auf Steam entdeckt, das ich noch nie auf dem Schirm hatte. Also das ist vom 2004 dieses Spiel und heißt Valiant Hearts. Also nicht mehr ganz aktuell, aber irgendwie, habe ich das Spiel nie gesehen. Und es handelt vom Ersten Weltkrieg, ist ein 2D-Spiel. Und dieses Spiel sollte vor allem punkten mit den Emotionen, was es rüberbringt. Und der eine Grund auch, warum ich dieses Spiel noch Let's Playen will, ich will vielleicht auch Leute erreichen, die noch nie mit Gaming zu tun hatten oder auch mit allgemein mit Let's Plays, weil mit diesem Spiel kann man halt vielleicht auch Leute erreichen, weil es halt eine gute Handlung hat, es hat viele Emotionen, es ist sehr sehr gut gezeichnet und darum dachte ich, ich mache noch ein weiteres Let's Play von diesem Spiel und bin sehr gespannt, wie es ist. Ich habe keine Let's Plays oder so von diesem Spiel gesehen oder auch nicht groß darüber gelesen, weil ich glaube, man sollte wirklich ohne Vorkenntnisse in dieses Spiel gehen, weil ich glaube, dann ist das Spielerlebnis noch intensiver. Und ich wünsche euch allen viel Spaß bei Valiant Hearts. Und starte ich mal das Spiel. Also ich will auch gar nicht groß immer etwas reden und so, sondern ich will auch ein bisschen den Eindruck des Spiels einfach zeigen, ohne dass ich immer groß etwas darüber spreche. Und ich habe schon 3, 4, 5 Minuten schon gespielt mal, zum einfach ein bisschen schauen, wie das ist. Und aber natürlich starte ich jetzt ein neues Spiel. Und der Soundtrack hört sich schon sehr, sehr gut an. August 1914. Nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand, erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg. Aufgrund seiner Bündnisverpflichtungen begann Frankreich, Kriegsvorbereitungen zu treffen. Wenige Stunden nach Ausrufung der Generalmobilmachung wurden die in Frankreich lebenden Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Karl war einer von ihnen. Also ich finde wirklich sehr, sehr gut gezeichnet. Einen eigenen Charakter, aber ich finde es wirklich sehr schön gemacht. Und auch die deutsche Synchro, die Stimmen, finde ich auch sehr, sehr gut. Und bin mal gespannt auch, wie die Schwierigkeit ist von diesem Spiel und was man alles machen kann. Wenige Tage nach Karls Abschiebung forderte der Krieg einen weiteren Tribut und trennte Marie von ihrem Vater Emil. Schweren Herzens verließ Emil seinen Hof, um sich in Sermiel zu den Waffen zu melden. So wie Millionen anderer hatte er nicht die geringste Ahnung, welches Schicksal ihn erwartete. So, jetzt kann ich schon mal gehen. Hm.
So, das ist ja so eine kleine Übersicht immer mit Fakten. Da kann man wirklich viel noch über den Ersten Weltkrieg lesen. Aber ich werde jetzt ja, nicht alles noch vorlesen. Aber mal schauen, wie es später noch ist. Aber jetzt will ich zuerst mal ein bisschen ins Spiel kommen. Aber es sind alles, so wie es aussieht, Originalbilder vom Ersten Weltkrieg. Ja. Jetzt muss ich mich umziehen, so wie es aussieht. Ah, und schon bin ich umgezogen. Also, ja, ist halt minimalistisch gemacht, aber... Also ein kleines Tutorial kommt jetzt. Ich war jetzt mitnehmen. Ja, wieder eine Handgranate werfen. Ja, ist alles doch sehr einfach, aber ja, ist halt auch ja, die Anfangssequenz dieses Spiels. Ah, und die Ausbildung ist schon absolviert. Sollte, glaube ich, auch ein bisschen darstellen, wie schnell, liebe Marie, dass die Leute in den Krieg mussten. Paris. Allseits herrscht eine seltsame Euphorie. Ich hoffe, die Ernte verläuft gut. Scheue dich nicht, unsere Nachbarn um Hilfe zu bitten. Es sind großmütige Leute. Ich schreibe dir bald. Bitte küsse meinen kleinen Enkel von mir. Auf der Suche nach seinem Regiment traf Emil an Bahnsteig 21 des Pariser Bahnhofs auf den Mann, an dessen Seite er bald kämpfen würde. Auf den Mann, der ihm Kamerad und Freund werden sollte. Da komme ich nicht weiter. Ich finde es auch irgendwie noch spannend, weil mein Charakter ein bisschen heller gezeichnet ist. Ja, hebt er auch ab von den anderen. Kann ich irgendetwas machen hier? Eine Weinflasche? Ah, ja gut, die gehört jetzt mir. Okay. Kann ich noch weitergehen? Neuer Tagebucheintrag. Ah, hier sind noch die Charaktere ein bisschen beschrieben. Ja. Er braucht Musik. Okay. Kann ich hier... Ah, okay. Ah, das ist falsch. Ah, okay, auch falsch.
Ah, okay. Jetzt fangen sie an zu tanzen. Ah, okay. Alles klar. Also, ja, die, den Sound finde ich einfach sehr, sehr gelungen. Hier habe ich eine, ja, Füllfeder. Und jetzt kann ich... Ah, alles klar. Jetzt geht es dort wieder weiter. Gibt es hier noch etwas? Nein. Haben wir hier noch... Ah. Jetzt habe ich noch eine Rotweinflasche. Ja, okay, es gibt nicht einen richtigen Dialog, gibt es nicht. 21. August 1914. Emils Regiment wurde gegen die deutsche 71. Division unter Baron von Dorf ins Feld geschickt. Die anfängliche Begeisterung wich nach den ersten Kämpfen einem Gefühl der Angst. Also gibt es wirklich nur einen Erzähler? Und keine sonstige Dialoge, also so Halbdialoge. Okay. Ah, alles klar, hier darf man... Ja. Ja. Ja, eigentlich habe ich es verstanden, dass man nicht in die schwarzen Kreise laufen darf, aber ja. Gut. Anfangsschwierigkeiten, aber das kommt. So. Gut. Der Artilleriebeschuss ist fertig. Oh. Ich sollte einfach weiterlaufen. Eigentlich ist das Spiel nicht das allerschwerste, aber irgendwie, ja. Man muss immer ein bisschen reinkommen. Und dann geht es auch. Okay. Okay, ich bin getroffen. Aber es ist auch wirklich speziell gemacht, auch manchmal, wenn die Bilder getrennt werden und ich zwei Perspektiven sehe und gefällt mir wirklich sehr. Emile. Mademoiselle Marie Chaillon, Soldat Emile Chaillon aus dem 150. Infanterieregiment, wurde am 21. August 1914 durch gegnerisches Feuer verwundet und musste sich dem Feind ergeben. Okay. Wir hoffen, dass Sie baldigst Nachricht von ihm erhalten. Also mein Charakter ist schon gestorben. Oder? Freddy,
ein in Frankreich lebender Amerikaner, meldete sich gleich zu Kriegsbeginn freiwillig zur Fremdenlegion. Hinter seiner Kühnheit verbarg sich ein Mann, der von den Schrecken des Krieges gezeichnet war. Ein Mann, der nur an eines dachte: jene zu strafen, die sein Leben zerstört hatten. In der Schlacht an der Marne fand Freddy schließlich eine Spur des Regiments, das von Baron von Dorf befehligt wurde. Oliver! Ich muss die Brücke sprengen. Okay. Ah. Okay. Ah, okay. Mal Tagebuch nachschauen. Ah, hier muss ich sicher die Ladung sprengen. So, hat geklappt. Ich nehme mal eine noch mit als Vorrat. Das jetzt in diesem Bild sieht man wirklich, finde ich, wirklich ein sehr gelungenes Design. Halt auch mit dem Hintergrund. Und klar ist es minimalistisch, ja. Es ist halt nicht Fotorealismus, aber nicht weniger spannend. Nein, das ist nichts. Hinter. Auch nichts. Noch weiter werfen. Nein. Hier ist TNT. Wo geht die hin? Ich muss hinabgehen. Aber. Kann ich hier hinabgehen? Oder auf die Leiter vielleicht? Aber jetzt ist er wieder am Nachladen. Aber ich denke, ich muss irgendwie hier hin. Ich glaube irgendwie. Ah, ich muss einfach näher gehen und rüberwerfen. So, ah. Dass die Leiter runterkommt. So ist es, glaube ich. So ist besser. Ja, perfekt. Wie kommt man hinauf? Ja gut, so. Dann kann ich einen Stein werfen. Kann ich den an den Kopf werfen. Ah, oder? Nein, ich schmeiß ihn hinter den, dass er meint. Ah, genau. So, und jetzt hinunter.
Und jetzt die Sprengung. Da kann ich noch TNT nehmen. Ah. Okay, hier hat es einen Unterbruch. So. Okay, hat geklappt. Ja, hier bekommt man halt wirklich sehr viel Hintergrundgeschichte noch. Von dem Ersten Weltkrieg. Hat es hier noch irgendetwas, was ich holen kann? Ah, hier sind noch. Ah, das sind wie sagt man diesen? Keine Handgranaten, sondern ja, die mit dem Stab noch dran. Stabgranaten. Bin mir nicht ganz sicher. Oh, jetzt noch eine Karte aufgelesen. Aber wie geht es weiter jetzt? Kann ich hier rüberspringen? Ich traue mich nicht ganz. Oder muss ich hier noch etwas... Ah, vielleicht hier noch... sprengen? Ja, perfekt. Okay. Ja, das ist eine Leiter, die ich sicher mit den Steinen freimachen kann. Ja. Manchmal muss man auch in das Spiel kommen, um zu wissen, wie ja, das Spiel so ein bisschen aufgebaut ist, dass man auch die Rätsel herausfinden kann. Jetzt ist wieder... Oh! Ja. Bisschen besser aufpassen nächstes Mal. Ah, jetzt ist er mit Nachladen. Ah, okay. Jetzt kann ich so mal. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Ja, besser, das ist eine gute Variante gewesen. Zuerst mal zurück und dann. Und jetzt... Okay, jetzt ist hier oben offen und jetzt kann ich sicherlich nochmals eine... Ah, oh, ja, das war nicht ganz so gut. Ah, so, perfekt. Gut, ich nehme mal eine mit. Und... Kann ich hier etwas nehmen? Nein. Wieder ein Geschütz. Okay, okay, okay. Die Artillerie beschießt mich wieder. Wie kann ich hier die Treppe hinunterholen? Kann ich hier irgendwo... Ich denke jetzt mit einer Handgranate geht das, ich denke mal nicht. Aber vielleicht... So.
Nein. Ah, ich kann einfach weitergehen. Ah, und mit einer Weinflasche sollte das dann gehen. So, jetzt bin ich etwa 25 Minuten am Spielen, aber habe auch ein bisschen noch geredet am Anfang. Ich denke, dass ich dann immer so um die 20 Minuten spielen werde. Oder 25 Minuten, mal schauen. Aber länger nicht. Ich denke, wenn es nachher vielleicht mal einen guten Unterbruch geben kann, dann ja, werde ich den auch machen. Aber man sollte ja auch ein bisschen schon vom Spiel sehen. Das ist irgendwie nicht ganz das Perfekte. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit dass ich sie schmeißen soll oder werfen soll. Oder einfach hier ganz nah. Ja. Hier ist eine Karte. Und jetzt werde ich. Ja, das dachte ich mir. Gut. Das ist die. Oder der perfekte Zeitpunkt, um eine Pause zu machen. Und ich hoffe, euch gefällt mein Let's Play von Valiant Hearts. Und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.